Ich grüße euch. Ich möchte ein zusammenfassendes Video machen über meine Geburtstags, die ich schenke. Ich habe nämlich Post bekommen aus Hamburg. Den habe ich schon von der Nadine, also viele kennen Nadine, die Moldawit, in die Geburtstagspaket bekommen. Dann habe ich eine wunderbare Geburtstagskarte bekommen von der Manuela. Und da werde ich immer Bilder von machen, die ich euch dann zeige. So, ich öffne das. Einzige, was ich schon weiß, ich kriege noch eine neue Kamera. Ich meine, ich liebe meine Kamera, aber man kann einfach da keine Speicherkarte richtig drin machen, sondern nur für die Fotos. Und da habe ich schon so eine Monster Speicherkarte drin. Aber ich will ja nicht Fotos machen, ich will ja Videos machen. Und die kommt morgen aber leider erst. So, ich öffne das Paket irgendwie. Oh, das ist so süß. Aus Rostock. Von Petra. Sommertyp heißt sie. Sommertyp. Das ist eine Zuschauerin von mir. Weil der Name ist mir nämlich bekannt. Ah. Und genau auf meinen Geburtstag. Oh, ist das süß, ey. Hier ist ein schwarzes Papier. An das Geburtstagskind Judith. Privat. Okay. Oh mein Gott, guck mal. Dir, Petra, für deinen Geburtstagsüberraschung. Es muss nicht sein, glaub mir. Eine schöne Karte, ein Brief, hätte ich mich genauso gefreut. Ungeschminkt, wie Gott mich schuf. Aber heute ist mein Geburtstag. Wir feiern ja morgen erst. Ich fange an und das geht rucki zucki und das klingt super schön. Also ich sehe schon, das ist sehr, sehr hochwertig hier drin. Und dann schauen wir mal. Oh. Ey, sag mal, Petra, das ist von dieser Anna UK sensitiv. Boah. Ey, ich liebe diesen Schwamm. Oh Mann, ey, das ist doch nicht normal. Ich sehe hier noch was, also. Eine schöne Probe von Chanel. Ich habe einige Videos schon gedreht und muss die erst noch bearbeiten, wie ich meine Betonmöbel gemacht habe. Oh, Coco Chanel. Oh, oh, ich liebe den Duft. Ich habe den schon mal als Probe leer gemacht. Musste alles zügig gehen. Oh mein Gott. Home Life Style. Das ist eine Kerze. Oh, guck mal hier mit der Klammer dran. Ey, das passt doch wieder voll zu mir. Die hau ich mir am Auto ran. Mein Auto sieht drin aus wie eine Wohnstube. Ey, guck mal. Ist das niedlich? Oh mein Gott. Eine rosane Kerze. Die mache ich jetzt zum Geburtstag an. Für morgen. Die mache ich an. Ich habe von der Moldawit auch eine schöne Kerze gekriegt. Die hat alles so ein Douglas-Papier. Ist das cool? Und wie bei Douglas immer diese. Na, sagt mal. Ach, ich komme jetzt nicht hoch. Blüten. Boah. Oh. Das hat man ja nie gesehen. Das muss bestimmt neu sein von Catrice. Oh, ist das schön. Oh, da muss ich mal retouchen. Oh, Butter, butterweich. Das sind Blushes oder Highlighter. Boah. Ich hoffe, ihr seht was. Und das ist mit so einer Schnallen da drauf. Rock and Rose 030. Das ist ja der Hammer. Zeigt natürlich nicht viel zum Abwischen. Laura Mercier Foundation Primer. Von Laura Mercier? Oh, kenne ich überhaupt nicht. Oh, eine Mini-Mascara. Habe ich auch in eine ganz klasse, ganz tolle gekriegt von Moldawit. Aber das, ich zeige euch ein Foto nachher mit den Geschenken.
Und das lasse ich ein bisschen länger laufen. Yson de Laurent? Nee, ach Mensch, das müsst ihr selber lesen. Oh, ich hoffe, ihr könnt das alle gut sehen. Oh, das kriege ich alle zum Geburtstag. Oh, das lasse ich nachher stehen. Meine Gisela kommt nachher, die hat mir einen Kuchen gebacken. Wir wollen auch Kaffee machen. Mal alles schön hinstellen. Ein Tester von Max Factor Foundation. Die sieht schön. Naturell 50. Das haut bestimmt gut hin. Und eine Mascara. Alter, die hört zusammen. Boah, das ist nagelneu. Oh, das ist aber schön. Wir wollten nie anfangen. Nee, mit meiner Schneiderschere schneide ich nichts. Mich lieber eine andere. Wir sitzen jetzt in meinem Atelier. Weil ich muss mir erstmal noch schön machen für meine Gäste. Ja. Ich muss die mal aufmachen. Oh, hoffentlich schaffe ich das in der Zeit, ey. Oh, das ist ein toller Ton. Der wird gut zu mir passen. Der gleicht sich richtig mit meinen Flecken an. Natürlich riechen wir. Das ist schön zum Mitnehmen, so eine kleine. Schön einklopfen. Oh ja, die ist richtig toll. Und eine Mascara. Und die werde ich jetzt nicht öffnen, weil ich erst noch meine andere aus leer machen will. Weil die ist echt noch zu gewesen und das wäre voll blöd, wenn ich das machen würde. Bau weiter. Eine Lipsticks. Von Chorus. Kenne ich nicht. 22 Rose. Nein, 22 Rosé. Das ist bestimmt eine richtig teure Firma. Die packe ich natürlich aus. Ja, 22 Lipsticks steht da drauf. Oh, der sieht aber schön aus. Mensch, irgendwo habe ich das, diesen Namen schon mal irgendwo gelesen. Oh, der ist nagelneu. Ja, ist ja ohne Verpackung gewesen. Und den mache ich mal hier hin. Oh! Das ist so ein Schier. Oh, der hat so einen Goldschimmer. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. So ein Goldschimmer. Mmh. Ich den ja gleich mal ausprobieren. Wie gesagt, ich muss ja noch aus meinem Gesicht was machen. Oh, vielen Dank. Ey, das sagt mir überhaupt nichts. Oh, der ist bestimmt ein ganz teurer Teil. 1,8 Gramm. Oh, wie schön. Und eine wahnsinnig schöne Farbe. Der fällt mir jetzt super gut. Hier ist ein Beutel. Mmh, ich liebe den Selbstbräuner davon. Ist soweit? Oh Gott, in einer Tüte. Oh, da sind auch so schöne Sachen drin. Oh, so hochwertig. Vor allem die Sensitivcreme, ey. Die habe ich in so einer ganz kleinen Flasche, also so eine Probeflasche und die finde ich total klasse. Das ist so ein Booklet. Ah, oh, hier ist erklärt, wie man das machen muss. Boah, das ist, ich habe diese Billigfirma, diesen Selbstbräuner davon. Oh, ich bin so happy, ey. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich hatte mich eben noch Besuch und die sind jetzt erstmal los. Deswegen habe ich jetzt Zeit, das Paket ein bisschen auszupacken. Oh, da muss ich aber studieren. Jetzt habe ich wenigstens meine Ruhe erstmal. Oh, ich kriege jetzt meine Farben ab. Muss ich mal meinen. Ach, ich habe hier ein Tuch. So, mich reinigen. Aus Rostock ist dieses Paket. Das hat mich total gefreut, weil ich liebe Rostock, ehrlich. Ich liebe Rostock. Oh, das ist alles, was ich nicht kenne. Oh, ich bin jetzt ein bisschen überfordert. Also hier ist auf jeden Fall ein Öl drin. Und ich nehme bald an, das ist das Öl, was ich... So ein Öl hatte ich doch schon mal jetzt gekriegt von der... Von Schäfinchen. Und das ist jetzt... Ja. Oh, das ist so ein Öl. Oh, jetzt soll ich das zeigen. Oh Gott, für täglich. Und dann ist hier noch so eine kleine Probe. Das muss die Mutti erstmal googeln.
Nee, andersrum interessiert euch das wahrscheinlich eher. Aber das Öl habe ich und das ist, glaube ich, so mit Orange und so. Ach, das muss ich erstmal nachher durchschnücken. Oh, von Laura Mercier, ey, das ist so Hammer. Oh, da freue ich mich so weit von dermaßen. Das ist eine hochwertige, tolle Firma oder Marke. Nehmen wir mal ein kleines. Oh, ich wollte eigentlich dieses Unboxing nicht machen, weil sich ja wieder viele aufregen. Da, da, da. Nee, jetzt glaube ich, jetzt schneidet, oder? Von Dior ist das ein Monolidschatten oder so. Nee, oder? Sag mal, bist du verrückt? Das ist noch original eingepackt in so einem Säckchen. Von Dior. Ja. Oh, Schimmer, Schimmer. Da ist noch was drüber, eine Haube. Nein, ey, bist du verrückt? Ey, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Gott, oh Gott. Das ist so ein richtig purer. Oh, hoffentlich ist der jetzt auch noch gut von der. Oh, boah. Da brauche ich nicht viel zeigen, oder? Gott, ey, das glaube ich jetzt nicht. Oh, mein erster Lidschatten von Dior. Da. Oh, den klatsche ich mir aufs Auge. Oh Gott, mochtest du den nicht leihen? Der ist nagelneu. Mit Pinselchen und Abdeckung. Oh, bin jetzt schon wieder echt ein bisschen doll überfordert. Das gibt's nicht, ey. Ohne Ankündigung, ohne was. Oh, so hübsch. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Boah, ich muss mich beeilen, war. Oh Gottchen. Das kann man ja Kind zeigen. Oh Mann, ey, das kann nicht wahr sein. Oh, was nehme ich denn jetzt? Ich nehme jetzt mal das hier, das ist mordsmäßig schwer. Und nicht die Arbeit machen, das mal alles inpacken, ey. Sagt mir bis jetzt noch gar nicht. Irgendwas mit YouTube. Was ist das? Irgendwas mit Haare? Oh, ist das cool. Was ist das? Das kann nicht wahr sein, oder? Steht hier auf Deutsch. Dreimal 75 Milliliter. Ein Shampoo, ein Conditioner und eine Kur. Das ist der Burner. Guck mal, da steht sogar was von YouTube drauf. Ich bin total geflasht. Hier ist ein Kleber. Den werde ich jetzt öffnen. Ich möchte ja die Schachtel nicht kaputt machen. Das finde ich cool. Ich meine, ich pflege schon meine kurzen Haare. Ich wollte eigentlich, dass meine Friseurin kommt, aber der Teig verpennt. Das sind so Reisegrößen, so. Was heißt Reisegrößen? Mit australischem Macadamienöl. Es ist ein Wunder. Das ist ja Wahnsinn. Ein Shampoo, wie gesagt. Ein Conditioner und eine 3-Minuten-Kur. Boah. Oh, das ist so schön. Da freue ich mich so sehr. Und ich weiß, was ich mache. Die nehme ich mit ins Krankenhaus. Ich meine, wenn ich mich da schon ein bisschen bewegen kann, wieder kann, denn ich bin so happy. Dann kann ich mir auch schön beim pflegen. Das ist so geil. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kennt jemand das von euch? Die Petra, ey. Sommertyp. Eine DVD, wa? Damit geht's ab. Gesichtsreinigung. Für Fortgeschrittene. Aha. Für Sensible. Wie ist das?
Ah, das ist so ein Tuch. Oh, das ist doch hier. Damit geht's. Kennt ihr die Firma? Ja, davon habe ich irgendwie schon mal gehört. Für sensible Haut geeignet. Mikrofaser mit Silberirosierung. Ökologisch vielfach verwendbar und waschbar bis 95 Grad. Das fasst sich ein bisschen an, so wie Papier. Hat auch diese Prägung nochmal. Na, no, ich sehe es alles wahr. Doch. Boah, das muss ich testen. Also muss ich immer zu Hause testen. So eine geile Idee. Da kann ich ja nicht so viel Tamtam machen im Krankenhaus, ne? Aber immer muss ich zu Hause probieren. Oh, vielen, vielen Dank. Und bis jetzt kenne ich hier von euch auch nichts. Dann habe ich noch, ich liebe Bröbchen. Das riecht schon jetzt so gut. Oh, ich liebe so eine Bröbchen. Ich weiß mal ja nicht, wie ihr mal an sowas alles rankommt. Und dann nochmal von dort, wo ich diesen schönen Lippenstift habe. Mensch, ey, wie spricht man das aus? Aber ihr wisst das. Und das ist ganz hochwertig, weißt du, das ist ganz, ganz hochwertig. Und davon habe ich diesen wunderschönen Lippenstift. Oh, ich freue mich so dermaßen. Ich liebe auch Nageldesigns. Bah! Ich habe letztens erst mit jemandem geschrieben. Aber ist sie das denn? Wegen so einer Nageldesigns. Ich mag die total gerne. Und benutze die wie verrückt. Und das sind ja die von Essence. Und das andere sind von Miss Lee. Habe ich noch nie gehabt. Aber die sehen ja toll aus. Stell dich mal die auf einen schwarzen Nagellack drauf. Oder auf einen ganz tief dunkelblauen. Oh, ist das geil. Machen wir weiter. Das klappert. Aber richtig edel eingepackt, so niedlich. Oh, ey, sag mal, was ist denn mit dir los? Wie bist denn du drauf? Von Lacombe, ey. Eine Tusche, eine Augenpflege. Sag mal, ja, jetzt fehlen mir ein bisschen die Worte, ja. Ich kann schon umquaken. Oh Mann, das ist alles so hochwertig. Wir haben ja nicht so nebenbei Kontakt irgendwie oder so. Machst du einfach so. Oh Gott, ey. Ich kann ja drüber fertig werden. Ich bin jetzt froh. Von Benedict bist du der... Ey, also das ist jetzt ein bisschen viel und ich schäme mich jetzt langsam. Das ist der Highlighter. Ich kann das Video ja nicht loslassen. Von Benefit der Highlighter. Puh. Ich muss den jetzt probieren. Oh, boy, ey, das kann doch nicht sein, oder? Und das ist das, was ich mag. Ich mag dieses... diesen leichten... Wo ist er jetzt? Hier oben. Genau, das seht ihr gut. Diesen leichten, das ist ja noch der Lidschatten und da ist ja dieser. Aber guckt euch das mal an. Wenn man sich das so leicht vertupft im, auf dem Knopf. Oh, das ist so Hammer. Puh. Ich bin so durcheinander, habe ich jetzt ein... Ja, entschuldigt bitte. Das ist so geil von Benefit. Ich finde ihn so klasse. Und den werde ich nachher auch gleich benutzen. Oh Gott, ist das schön. Eigentlich traut man sich ja nicht mehr aufzumachen. Hier ist ein schwerer Pott. Schnipp, schnapp, schleife ab. Also, du Liebling, würde das die Jammer jetzt hier nicht verstehen. Ein Töpfchen, was ich noch nicht kenne. Von Venus. Von Venus, also Venus sagt mir was. Eine Venus-Körpercreme täglich nach dem Baden oder Duschen anwenden. Ich bin ja die Schmiertante. Ah, der ist noch zu. Aber wenn, nee, den mache ich so nicht auf. Von Venus. Oh, da freue ich mich drauf, ey.
Eine Bodycreme. Und wie viel ist da drin? Oh, ist das geil. Oh, ich bin total durcheinander. Wie viel ist denn da drin? 200 Milliliter. Ich bin unheimlich gespannt auf den Duft, aber ich stelle mir das richtig frisch und sauber vor. Von Venus. Oh, wenn das nachher meine Gisela hier sieht, die flippt aus. Jetzt nehme ich nochmal ein kleineres. Da ist eine Flasche drin. Ah, Puppi, warst du wieder auf Wanderschaft? Oh, nein. Oh, ich liebe das. Oh, Rosenwasser, ich liebe das, ich liebe das. Und es gibt es in klein. Und ist noch total verschlossen. Oh Gott, ey, da freue ich mich so sehr drüber. Das ist mein liebstes Rosenwasser. Und dann, was ich jetzt gekriegt habe von Schäfinchen. Oh, das ist genauso schön. Das habe ich jetzt im Beschlag, weil mein anderes ja alle gewohnt ist. Oh, vielen, vielen, vielen Dank, ey. So eine hochwertigen Sachen. Gib mich nochmal ein kleines. Oh, ich freue mich so sehr, ey. Über die Ohr und diese Palette. Diese Palette ist super schön. Mit so einer, also mit diesen Schnallen habe ich die noch nicht mal in den Videos gesehen. Hier ist irgendwas Rotes. Von Andy, Nagellack. Red, red. Ich muss meine Nägel heute noch machen. Nee, mal heute Abend mache ich das erst. Von Andy. Hat der schön Pinsel? Ja, sehr schöne Farbe. Super schöne Farbe. Mann, ey, du bist verrückt. Gott, ey. Ich bin gespannt auf den Privatbrief. Oh, jetzt kommt so ein ziemlich großer Karton. Der ist auch recht schwer. Wer weiß, was sich dahinter wieder verbirgt. Oh, wir haben da voll drüber geredet, Benny und ich. Ich habe nur gesagt, oh, guck mal, die haben Kaffee im Angebot. Aber erst nächste Woche. Du bist ein Schatz. Du bist so ein Schatz. Ich liebe Jakobs und ich liebe Dallmayr. Und da freue ich mich so sehr. Der kommt genau richtig. Der kommt genau richtig. Oh, ist das cool. Wir haben da vorhin erst drüber gesprochen. Oh, jetzt mache ich noch eins. Wie haben wir noch? Wie viel Zeit habe ich noch? Okay. Sehr weich. Und wer weiß, was da drin ist, was die Menschen sich da für den Kopf machen. Oh, was bist du denn? Von L'Oreal. Wo ist denn du auf? Von L'Oreal eine Kosmetiktasche. Ja, ich liebe Kosmetiktaschen. Ich weiß nicht warum, aber das ist nun mal so. Das ist ja total cool. Oh, die schöne räumig. Und da ist noch dieses, ne, da fing Feuchtigkeit. Cool, oh, ist das schön. Total der Hammer, ey. Ich soll ja immer auf mein Herz achten. Das ist nicht das stärkste Herz. Oh, ist das so geil. Und jetzt haben wir noch einen Karton. Oh, der klappert. Und dann habe ich mein Kartönchen leer. Was heißt Kartönchen? Ich möchte gerne wissen, wer du jetzt bist. Mann, Mann, Mann. Ich traue mich ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr alles aufzumachen hier. Ist was Grünes. Sagt mir aber noch nichts. Oh, von Art Deco. Eine Handcreme. Ein Duschgel und eine Bodylotion. So ein Geschenkeset. Das ist ein Duschschaum. Oh, ist das geil. So habe ich noch nie gesehen. Da wollen wir mal dran schnuppern. Jo, ich habe noch Zeit. Oh, das ist so geil, ey. So eine schöne Sache. Das ist Wahnsinn. Ich nehme mal einfach die Bodylotion, oder? Bodylotion. Der ganze Karton riecht so lecker.
Müsste ich das nur noch aufkriegen. Ach, da oben steht was. Open, okay, open the window. Oh, der Duft ist ja... Oh, der ist so weich, so... Oh, wie so ein Baby, so. Und der zieht sofort ein. Also ratzi fatzi. Dann reinige ich jetzt mal schnell meine Hand. Oh, das ist so geil gemacht. Jetzt reinige ich meine Hand und dann nehme ich mal wieder die Handcreme. Weil durch meine Betonarbeiten, das Video muss ich euch unbedingt noch hochladen, aber ich habe jetzt momentan keine Zeit. Entweder habe ich mit Beton gearbeitet oder ein Ohrring habe ich gemacht noch. Dann bin ich ja viel rumgereist. Oh, die ist noch zu. Und ich habe jetzt momentan noch einen Ruf. Ich mache mal alles erst leer. Das ist so ein, ja, so ein leichter asiatischer, was heißt ein Asiat, wie beschreibt man einen asiatischen Duft? So, hat ein bisschen was von Milch. Irgendwas Weiches, das ist so was ganz Angenehmes, total geil. Oh, ich bin so happy, ey. Oh, ich muss erstmal nochmal hier alles rüber gucken. Petra, du bist ja, ich weiß ja nicht, wie du tickst, ne? Aber das ist ja nicht normal. Ich habe doch nur Geburtstag. Oh Gott, ist das süß mit der Geburtstagskarte. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist echt schlimm für uns, die sowas bekommen und dann, oh, ich sehe aus, ey. Oh Gott. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin jetzt auch neugierig, was hier in dieser Karte steht. Deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal Feierabend. Ich kann ja nicht immer fertig werden, wenn ich das hier so sehe. Oh Gott. Vielen, vielen Dank, Petra. Und ja, und ihr da draußen, dass ihr eingeschalten habt. Und ich freue mich jetzt auf meine Kuchengäste und morgen wird ihr gefeiert. Und werde hier erstmal anständig auf den Kacke hauen. Wie geil das hier ist. Ich danke und... Ach, ich weiß ja nicht, es tut mir so leid, dass ich nicht die richtigen Worte finde. Ich bin ein bisschen überfordert jetzt, ehrlich. Tausendmal Dank und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und glaubt mir, es gibt viel, viel Schlimmeres, als mir zuzusehen. Und wenn ich Glück habe, kann ich mein nächstes Video mit meiner neuen Kamera machen, mit Full HD. Liebe Petra, ich habe eben deine Karte gelesen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, tausend Dank. Ich habe mich über diese Worte so sehr gefreut und jetzt und über dein Paket, jetzt ist mir erstmal alles bewusst. Ja, ich werde bestimmt mal in Rostock sein. Geplant ist es auf jeden Fall. Und ich würde dich gerne mal persönlich kennenlernen. Oder dir wenigstens mal die Hand geben und mit dir einen Kaffee trinken. Ich habe mich tierisch jetzt gefreut, dass du auch beschrieben hast, wer du bist und so. Und ich würde gerne von dir ein Bild haben. Oder ein Bild mal sehen. Ja. Das muss ich dir jetzt nochmal... Oh, scheiße. Das muss ich jetzt nochmal loswerden. Und ich bedanke mich nochmal ganz dolle bei dir. Der Geburtstag ist gelogen. Oh, scheiße. Meine Mutter hat immer gesagt, also ich ende meinen Satz jetzt nicht mit Chanel, sondern meine Mutter hat immer gesagt, heule ruhig, dann brauchst du immer weniger pinkeln gehen. Ich danke dir so sehr. Und für deine lieben Worte. Ich bin alle durcheinander heute. Vielen, vielen Dank.